Das WB-Gespräch von Willi Sauer Bott wird Ihnen präsentiert von der Mobiliar Generalagentur Willi Sauer Entlebuch, der Raiffeisen Banken aus der Region, der GUT AG Gebäudetechnik und der Swiss Chrono AG in Menznau. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum WB-Gespräch, am aktuellen Monatsinterview von Willi Sauer Bott. Schön, dass Sie auch im neuen Jahr wieder mit dabei sind. Mein heutiger Gast ist der Willi Sauer Kasper Bettig. 10 Jahre lang war er Geschäftsführer vom Luzerner Lehrerinnen- und Lehrerverband, LLV. In einem Monat geht er in Pension. Eine gute Gelegenheit, eine kleine Bilanz zu ziehen. Herzlich willkommen, Kasper Bettig. Grüezi und danke für die Einladung. 10 anspruchsvolle Jahre als LLV-Geschäftsführer in einer bildungs- und gesellschaftspolitisch bewegten Zeit. Sind Sie froh, dass es vorbei ist? Froh und dankbar. Am 1. März kann ich mein Amt weitergeben. Wir haben ja den Übergang geplant, vor 2 Jahren. Sind dann jetzt unter dem Druck vom Fachkräftemangel ein bisschen Sorgen und Nöte gekommen gegen das Ende. Haben es dann aber wirklich noch fertig gebracht, dass ich das Mandat am 1. März weitergeben kann an meine Nachfolgerin. An Dana Frey. Es ist kein Märzenkegel. Aber es hätte können zu dem werden. Darf ich da dazu noch anfügen? Wir haben den Plan B gehabt. Die Mandatsablösung ist mit dem Plan B, wenn das jetzt nicht so hätte können, vorgenommen werden, versehen gewesen, haben wir jetzt zum Glück nicht gebraucht. Muss ich das verstehen? Fachkräftemangel hat man Mühe gehabt, auch für diesen Job jemanden zu finden? Das ist so. Wir haben am Schluss unter der professionellen Hilfe von einem Stellenvermittlungsinstitut müssen die Stelle ausschreiben. Unsere Reichweite, und das läuft heute sehr, sehr vieles über die Social-Media-Kanäle, ist einfach zu wenig weit gewesen. Und dann haben wir mit einem Stellenvermittlungsinstitut die Stelle nachher müssen besetzen. Können wir vielleicht gerade ein bisschen zum Profil oder so von dieser Stelle, ich kann sagen, der LLV versteht sich ja als Verband, der die Interessen der Lehrerinnen und Lehrer von der Luzerner Volksschule sowohl in gewerkschaftlichen wie auch in pädagogischen Belangen wahrnimmt. Sie haben 4'000 Mitglieder, aber eine einzige Vollzeitstelle, eben die jetzt wieder zu besetzen geht. Ist das nicht ein bisschen knapp bemessen? Es ist eher für mich, wenn man das so sagt. Es ist so, dass beim LLV 200 Stellenprozent fix vergeben sind. Das ist einmal eine Seite meine 100%, dann eine Sachbearbeitung von 60% und da Alex Messerli als Präsident mit 35% und dann haben wir noch 2 Konferenzleitungen, die je mit 2 Lektionen entschädigt werden für ein Jahr. Dort ist es auch so, dass wir noch zusätzlich 70 weitere Chargierte haben, um vielleicht in dem einleitenden Teil von deiner Frage oder von ihrer Frage können, gerecht zu werden, ist es halt einfach so, dass wir mit den 70 Chargierten, die in Arbeitsgruppen, die in Kommissionen arbeiten, dem Bedürfnis nachkommen können. Die Interessen von Lehrerinnen und Lehrern gegenüber Politik, gegenüber Bildungsverantwortlichen, gegenüber der Wirtschaft, gegenüber der Gesellschaft können Wort nehmen. Sie sind so eine Art Schnittstelle, stelle ich mir vor, wo die Fäden noch zusammenlaufen. Und es gibt ja Aufgaben nach innen und nach aussen. Sagen wir mal, wenn wir uns mal nach innen anschauen, was sind da Ihre Hauptaufgaben oder die Funktion von der Geschäftsstelle? Die Hauptaufgabe ist Beratung. Die 1-zu-1-Situation mit unseren Mitgliedern. Dass ich jetzt im Moment hier stehe, hängt damit zusammen, dass ich ein dringendes Beratungsgespräch von heute müssen auf Hinrichsabend verschieben. Das zeigt, es ist ganz stark getrieben von der Tagesaktualität in den Mitgliedern gegenüber, aber auch in allem, was in der Bildungspolitik läuft, wo mehr involviert sind in dieser Geschäftsstelle. In der Arbeit nach innen sind auch die Bereitstellung von Dossiers. Es ist ganz wichtig, dass wir unsere Arbeitsgruppe, vor allem jetzt aber auch unseren Präsident, der nach aussen auftritt, so aufdatieren, dass er fundiert kann zu diesen doch immer wieder komplexen Themen kann Stellung nehmen. Dann ist die Information entscheidend. Unsere Mitglieder wollen wissen, was wir machen. Wir haben traditionelle Printkanäle. Wir haben aber auch jetzt digitale Kanäle, wo wir
Auch aufgrund von dieser Situation, dass Social Media zunehmend bei uns auch wichtig geworden ist, müssen Pensen aufstocken. Wir arbeiten das heute mit den traditionellen oder mit den gängigen Social Media Kanälen, um so, sage ich jetzt, die Informationen in unseren Mitgliedern weiterzugeben. Das ist aber nach innen, nach aussen, ist die Kommunikation auch eine grosse Frage. Ist das denn mehr jetzt, sage ich, der politische Teil, vor allem beim Präsidenten angesiedelt und weniger bei Ihnen, wenn ich das richtig verstanden habe? Nach aussen ist eigentlich alles beim Präsidenten angesiedelt. Unser Gesicht nach aussen ist Alex Messerli. Da mache ich jetzt in dem Sinn heute eine Ausnahme, aber das ist mir wichtig, weil das Medium Willi Sauerbott für mich ein ganz zentrales Medium war. Wenn ich jetzt vielleicht noch nach aussen kann sagen, ist es so, dass wir mit ganzen Haufen Institutionen in Kontakt sind. Und dort sind die gängigen Themen, wir kommen mit dem denke ich noch auf die zu reden, aber es ist klar so, dass wir einen Medienverteiler haben von 40 Adressaten. Also wir sind gesamtschweizisch national eingebunden, dann auch über den LCH natürlich, wo wir eine Teilorganisation sind innerhalb von dieser Bildungslandschaft. Das ist für uns wichtig, die Arbeit, die Öffentlichkeitsarbeit nach aussen. Wir sind aber auch ganz viel in der Gegend, also ich bin auch etwa in Willisau oder in Hergiswil, wenn es darum geht, gewisse Themen zu diskutieren. Das heisst, politische Arbeit passiert ja am Schluss irgendwo intern, wo man eine Initiative aufgleist. Aber am Schluss, während der Abstimmungskampagne, müssen wir ja dann nach Hause, damit man dort Erfolg haben kann. Wir haben es ja angesprochen, es gibt sehr viele aktuelle, brennende Themen. Eigentlich seit Jahren. Die Schule ist ja immer ein Thema, Schule, Bildungspolitik. Und können ja alle mitreden, wir sind ja alle mal in die Schule gegangen und wissen nicht, wie es sollte sein. Ich erlaube mir gleich, probieren, einige aktuelle Fragen hier aufzugreifen. Der Dauerbrenner die letzten Jahre ist natürlich der Fachkräftemangel. Wir sind schon dazu gekommen. Immer so gegen die Sommerferien zu, kommen die Meldungen, die Gemeinde sucht noch so viele Lehrerinnen, so viele Lehrer. Wie ist der aktuelle Stand? Hat sich das ein bisschen entschärft? Das ist die erste Frage. Und aus Ihrer Sicht, was muss man da tun, dass es sich verbessert in den nächsten Jahren? Oder was könnte man da tun, um den Lehrerkräftemangel zu entschärfen? Der hat sich nicht entschärft. Ich bin gerade jetzt aktuell dran. Wir machen relativ feine Analysen von den Bewegungen auf dem Stellenportal. Das heisst, welche Stellen als wo gesucht werden. Wir tun die an 5 Referenzpunkten jeweils analysieren, um zu schauen, was in den vergangenen Jahren war, in welchen Ausschreibungen, wie viele Stellen offen sind. Und der Lehrpersonenmangel, den wird man in den nächsten Jahren immer vor sich haben. Der wird sich noch verschärfen. Und das ist eine reine numerische Geschichte. Oder? Auf der einen Seite sind wachsende Schülerzahlen und die Pensionierenden. Das heisst, da ist man in etwas ausgeliefert, wo man selber nicht kann steuern. Das muss man zur Kenntnis nehmen. Dort muss man probieren, die nötigen Schieber zu setzen, so dass man es beheben kann. Ich habe 2 Ideen. Ich würde mal sagen, der Fokus muss sein auf die, die unterrichtet, und nicht auf die, die man nicht hat. Das heisst, vor Ort ist das klar mit Wertschätzung zu deklarieren, dass man mit denen, die vor Ort sind, die ja ganz grosse Belastungen, auch jetzt pandemiebedingt zum Beispiel, haben zusätzlich müssen leisten, ist die Wertschätzung etwas sehr, sehr Zentrales. Das Zweite sind die Anstellungsbedingungen. Wir sind bei dem ganzen Fachkräftemangel mit ganz vielen anderen Branchen in Konkurrenz. Das heisst, es geht auch jetzt so, dass gewisse abgeworben werden. Und da wird die Bildung sicher noch zusätzliche Anstrengungen müssen machen. Ich gehe auch davon aus, dass die Botschaft bei der Politik ankommt. Anstellungsbedingungen sind am Schluss ja auch entscheidend. Bleiben die Leute oder komme ich neue Leute über? Ein Faktor ist sicher der Lohn, der immer wieder debattiert wird. Ich möchte jetzt nicht hier tiefer eingehen, sondern was man auch immer wieder hört von Lehrerinnen und Lehrern oder eben denen, die aufgehört haben. Ich bin auch gar nicht mehr primär für den Unterricht zuständig. Ich habe viel mehr zu tun mit Administration, mit Gesprächen, mit Sitzungen, mit technischen Herausforderungen. Ist das auch ein Punkt, wo man in Sachen Arbeitsbedingungen müsste den Hebel ansetzen? Der Berufsauftrag
gibt es jetzt in einer Vielfachversion schon. Der wird regelmässig überarbeitet. Darin wird definiert, was eine Lehrperson machen muss. In den Anstellungsprozenten, in den Lektionen, wo sie die Anstellung hat. Der wird immer wieder erneuert. Und klar, die Administration steht immer auf dem Tisch. Da wissen wir ja auch, aufgrund von den Projekten, die kantonal auch gelaufen sind, im Bereich der Schulsoftware, wo die Administrationssoftware hat müssen abgebrochen werden, da ist mir jetzt dran, eine Alternativlösung zu haben. Ich wollte damit sagen, es ist nicht so einfach, Administration per se zu definieren. Für Sie oder für mich ist Administration zum Teil etwas anderes. Wenn man von Sitzungen redet, glaube ich, ist es auch klar. Die Sitzungseffizienz steht immer wieder im Fokus. Und der Wunsch oder das Bedürfnis, sich für die Kernarbeit, nämlich für das Unterricht können, zu beschäftigen, das ist sehr, sehr zentral. Also da sind wir auch dran. Wir haben zum Beispiel am Lehrertag 2019 ist das Thema gewesen. Dort haben wir die Schuladministration oder überhaupt die administrativen Arbeiten um den Schulalltag herum diskutiert gehabt. Daraus ist auch ein Postulat, das dann der Vorstand übernommen hat, nämlich die Administration runterzufahren. Das hat man dort das Mandat erteilt. Was wir mittlerweile haben, ist ein vierseitiges Papier. Das vierseitige Papier ist noch nicht, jetzt sage ich, verifiziert, dass man weiss, was am Schluss konkret durchgeht. Ich wollte damit einfach sagen, wir sind dort ein bisschen an Grenzen gestossen. Es sind andere Mandate erteilt worden, wo ich im Moment nicht darauf eingehen möchte. Ich wollte aber einfach sagen, an dem knagen wir jetzt noch. Und zwar praktisch 4 Jahre nach der Mandatserteilung. Weil die Definition der administrativen Arbeit für viele ganz, ganz unterschiedlich sind. Aber wir haben auf dem vierseitigen Papier klar Punkte getroffen, wo wir Werte fordern, wo jetzt auch bei dieser ganzen Analyse vom Lehrpersonenmangel dann wieder auf den Tisch kommen. Weil, ich meine, wir sind hier gefordert. Wir gehen davon aus, dass bis knapp 2030 der Lehrpersonenmangel wird anhalten. Und ich glaube, das ist schon wichtig, dass man eine saubere Analyse macht. Da sind wir dran auf nationaler Ebene, beim LCH, sind wir dran innerhalb des Verbandes. Da ist aber auch DVS und das BKD dran, das zu machen. Da kommen wir demnächst dann wieder zusammen, wo weitere Schritte besprochen werden. Ein weiterer, wo man immer wieder gehört, ist die Rolle auch von den Eltern. Also, es gibt auch Lehrerinnen und Lehrer, die sagen, die haben mehr zu tun, jetzt auch ein bisschen plakativ, mit den Eltern als mit den Schülern. Ist das so dramatisch? Oder wird da auch ein bisschen überzeichnet? Oder wie ist die Problematik gekommen? Wenn es dich als einzelne Lehrpersonen trifft, dann glaube ich, ist die Problematik ganz massiv. Weil die Eltern sind entscheidend beim Bildungsweg der Schülerinnen und Schüler. Jetzt wissen wir ja jüngst, und das ist jetzt letzte Woche passiert, bei der Publikation der Gewaltstudie vom LCH. Die Gewaltstudie vom LCH sagt auf, dass die Gewalt ausüben, stehen an erster Position die Erziehungsberechtigten. An zweiter Position die Schülerinnen und Schüler innerhalb der Klasse, an der dritten Position die anderen Lehrpersonen und dann kommen die Schulleitungen. Das sind die Aufschlüsselungen, die man gemacht hat. Erziehungsberechtigte haben grundsätzlich ja Pflicht, Mitwirkungspflicht bei der Ausbildung von ihren Kindern, aber die wird halt sehr, sehr unterschiedlich ausgelegt. Und wenn die nicht konstruktiv ist, glaube ich, dann wird sie ganz, ganz schwierig zu ertragen für die Lehrperson. Ein anderer Aspekt noch, jetzt in Sachen neuen Entwicklung, auch vor allem auch seit Corona, ist die Tendenz wieder zum Homeschooling noch ein bisschen stärker geworden, als sie bis jetzt gesehen. Privatschulen haben auch mehr Zulauf. Wie beurteilen Sie das, die Entwicklung? Oder was muss die Volksschule da etwas dagegen unternehmen? Oder ist das einfach gut und normal? Die Volksschule muss einfach so gut werden, dass die gar nicht können auf den Gedanken kommen für Privatschooling oder Homeschooling, je nachdem. Da ist die Schule gefordert, da ist die Volksschule gefordert. Mehr als Verband setzen alle Kräfte ein, dass die Volksschule stark und wirklich für alle da ist. Wir können mit den vielleicht noch ganz kurz auf das Projekt Schulen für alle zu reden. Aber es ist natürlich klar so, dass im Moment, vielleicht sprechen Sie auch die Vernehmlassung gerade an, die jetzt auch bei uns auf dem Tisch liegt, wo wir jetzt diese Woche im Vorstand entschieden haben, wie wir die Position beziehen daraus. Das ist klar so, dass wir im Zusammenhang mit dieser Verordnungsänderung von der Volksschulbildungsverordnung dort werden
zustimmen. Für uns ist es wichtig, dass in den anderen Bereichen, was die Ansprüche an die Lehrerin oder an den Lehrer gefordert wird, dass die gleich ist. Und dort werden wir das unterstützen, die Vernehmlassung. Zurück vielleicht zur Person. Sie haben in Ihrer Berufslaufbahn ganz verschiedene Sachen gemacht. Sie haben als Lehrer, Reallehrer angefangen, sind der Schulleiter gewesen, in der Privatwirtschaft, im Bereich Informatik tätig gewesen und eben jetzt als LLV-Geschäftsführer. Was hat Ihnen am besten gefallen? Das Ostergall. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber während all diesen vier Anstellungen, die ich in diesen 44 Jahren haben durfte, bin ich immer im Ostergall geblieben. Weil ich bin der Meinung, es ist nicht entscheidend, was man macht, sondern es ist entscheidend, schlussendlich, wo man Kraft hat. Und das ist für mich eigentlich immer der Ort Ostergall mit meiner Familie gesehen, wo ich bei allen Wechseln ist das nie zur Diskussion gestanden, dass wir dort weggehen. Also somit ist klar, dass ich den Ort jetzt nenne, ganz primär. Ich muss aber auch vielleicht sagen, ich bin froh, dass ich die verschiedensten Tätigkeiten machen konnte. Und der Grund ist der, ich decke praktisch 360 Grad Winkel und Bildung um an. Was hier ja jetzt nicht in der Frage war, ist der Umstand, dass ich noch Familienvater bin und zwei Kinder habe. Und dort, glaube ich, ist dann der 360 Grad Radius wirklich zu. Und ich war einfach so froh um das Know-how. Vielmals bei den Diskussionen heisst ja, aber mehr von der Wirtschaft. Dann sage ich, ja, ich bin eigentlich dort gesehen. Bist du so lange in der Bildung gewesen, wie ich in der Wirtschaft? Dann können wir weiter diskutieren. Ich wollte damit einfach sagen, die Komplexität der Fragestellung die ist enorm. Und ich bin froh gewesen um das Know-how, das ich in dieser Tätigkeit hatte. Ich hätte wirklich keine wollen missen in meiner Zeit. Jetzt kommt ein weiterer, ein neuer Lebensabschnitt. Ab dem 1. März gehen Sie in Pension. Gibt es Zukunftspläne, persönliche Wünsche an Verband? Ja, ich denke, als Pensionär hat man ja die 0815er-Geschichten. Ich tue meine Agenda löschen, tue eine neue Agenda auf, tue mein Beziehungsnetz. Und das wird mir etwas ganz Wichtiges weiterpflegen. Ich sage weiterpflegen. Ich glaube, wenn man in die Pension geht, muss man die Leute haben drumherum, die man dann braucht, wenn man in den nächsten Lebensabschnitt kommt. Da haben wir eigentlich als Familie sehr, sehr Sorge zu unserem Beziehungsnetz. Und da bin ich unglaublich dankbar, dass wir das haben. Ich vermute, dass ich nicht in ein Loch hier werde fallen, von dort her, weil das Beziehungsnetz einfach sehr, sehr breit ist. Für den Verband selber ist es mir auch wichtig, zu sagen, der Luzerner Lehrerinnen- und Lehrerverband geht auf 175 Jahre zurück. Wir werden im nächsten Jahr 175 Jahre feiern. Das ist eine gewaltige Leistung. Wir haben in unserem Archiv ganz spannende Dokumente aus dieser Zeit. Und ich glaube, der grösste Wunsch, den ich sich erfüllen könnte, den ich im Verband habe, weitere 175 Jahre unterwegs zu sein. Ich wünsche im Verband, und ich habe hier symbolisch etwas mitgenommen, es ist der Wasserturm. Es sind Ecken und Kanten, die aber am Schluss ein wunderbares Werk ergeben. Er ist transparent. Man sieht, was der Inhalt ist. Er ist so vielseitig wie eine Klasse. Jetzt, wenn man das isst, was da drinnen ist, kann man ja bei der nächsten Füllung entscheiden, wie vielseitig und wie heterogen als die Füllung soll sein. Man kann ja auch sagen, man hat es lieber ein bisschen einfacher. Ich will damit einfach im Verband mitgeben, eines von den ganz entscheidenden Sachen, die in Zukunft der Verband werden, beschäftigen, die ganze Integrationsfrage. Das ist hier eigentlich in Summe so ein bisschen dargestellt. Wir wissen, dass dort ein ganz grosser Handlungsbedarf ist. Und da braucht es einen starken Verband. Wir haben auch innerhalb von dem Verband eine Arbeitsgruppe, die sich nur mit Integrationsfragen befasst. Und wenn man Lehrerinnen und Lehrer heute antrifft und sie fragt, kommt halt schon sehr, sehr oft die Frage oder die Aussage auf, ich habe noch nie so schwierige gehabt, wie ich jetzt habe. Und wenn das sich summiert, muss man ja dann eine weitere Überlegung machen, wo wir ansetzen. Und der Verband kann hier ganz, ganz eine wichtige Arbeit leisten diesbezüglich. Er ist auch eingebunden und das ist die Zukunft in dieser Glaskugel, wo wir vielleicht jetzt zusammenlesen, das Projekt Schulen für alle. Das Projekt, das jetzt eigentlich anfängt, wo der LLV ein ganz wichtiger Bestandteil ist, auch dort innerhalb dieser Zusammensetzung. Schulen für alle ist so ein Kompass,
wo in diesen Konsolidierungsteil der Bildung jetzt aufgelegt wird. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass man die Herausforderung auch als Lehrerinnen- und Lehrerverband so wahrnimmt. Das braucht natürlich Mitglieder. Und da mache ich jetzt vielleicht ein bisschen Werbung. Wir sind natürlich froh um alle, die da sind, weil letztendlich ist der Verband selbst finanziert. Das braucht es, damit wir unabhängig sind, dass wir die Stimme von Lehrerinnen und Lehrern quer durch den Kanton wahrnehmen können. Dann hoffen wir, dass Ihre Wünsche hier in Erfüllung gehen. Ich wünsche alles Gute für den neuen Lebensabschnitt. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, danke ich für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass Sie auch Ende Februar beim nächsten WB-Gespräch wieder dabei sind. Unterdessen eine schöne Winterzeit, wenn Sie haben, schöne Skiferien und natürlich eine rüdig schöne Fasnacht. Das WB-Gespräch von Willisauer Bot ist Ihnen präsentiert worden von der Mobiliar Generalagentur Willisau-Entlebuch, der Raiffeisenbanken aus der Region, der GUT AG Gebäudetechnik und der Swiss Chrono AG in Menznau.